Herzlich willkommen bei einem neuen Video von SUBTV. Der Transport von Stand-Up-Paddleboards, gerade wenn man mit dem Auto mal nicht direkt bis ans Wasser fahren kann, kann mitunter schon ziemlich anstrengend sein, weil die Stand-Up-Paddleboards natürlich auch ein bisschen was wiegen. Und gerade wenn man dann noch Gepäck dabei hat, wie wir bei unseren mehrtägigen Stand-Up-Paddle-Touren, da macht es schon Sinn, einen Sub-Trolley oder einen Sub-Transportwagen zu benutzen. Wir haben hier jetzt mal 4 unterschiedliche Modelle, haben alle diese Modelle ausprobiert, wollen diese einmal in diesem Video miteinander vergleichen und auch sagen, welches unser Favorit ist. Wenn ihr uns, unsere Arbeit und unseren YouTube-Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr einfach einmal hier unten klickt, einen Daumen da lasst und wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo, denn so können wir in Zukunft noch mehr Sachen hier im YouTube-Kanal vorstellen und testen und noch mehr Videos für euch produzieren. Folgende 4 Modelle gehen ins Rennen. Der Viamaris Subtrolley für ca. 80 Euro. Der Serena Kajakwagen für ca. 45 Euro, das Steamex Clickcard für ca. 130 Euro und der Subrod Transportwagen für ca. 106 Euro. Der Viamaris Subtrolley hat ein Gesamtgewicht von ungefähr 3,3 Kilogramm, was gerade noch in Ordnung ist. Wir haben ein Gestänge aus Aluminium und hier oben die gepolsterten Teile, wo dann das Subboard zwischenkommt, haben einen Schaumstoffschutz. Hier passen übrigens Stand-Up-Paddleboards bis maximal 15 cm Dicke zwischen. Das kommt hier dann so zwischen. Das ist ja auch so diese klassische Subboard-Dicke mit 6 Inch. Wir haben hier gummierte Reifen. Der Subtrolley wird auseinandergebaut, geliefert, lässt sich aber wirklich in 2 bis 3 Minuten mit der Anleitung zusammenbauen. Wir haben das Ganze ausprobiert, das lässt sich auch ohne Werkzeug einfach montieren, mit so kleinen Steckschrauben, mit so einem Bügel. Dieses Stecksystem hat allerdings den Nachteil, dass das Ganze so erstmal etwas wackelig wirkt, aber wenn dann das Subboard hier gleich zwischen ist, dann wirkt er eigentlich recht stabil und auch recht robust. Und jetzt packe ich das Stand-Up-Paddleboard einmal in den Wagen, dass ihr mal seht, wie das Ganze funktioniert. Auf den Bildern, die immer so im Internet kursieren, da ist er immer hier in der Mitte, ungefähr auf Höhe des Tragegriffs. Man kann ihn aber natürlich auch weiter nach hinten packen. Da muss man dann natürlich gucken, dass man nicht mit der Finne irgendwie in Konflikt kommt oder man lässt die Finne, wie in diesem Fall, einfach ab. Ich platziere das Board jetzt einmal in der Mitte, dass man mal sieht, wie das Ganze auch funktioniert und wie schnell das doch alles geht. Dann muss man natürlich hier, sieht man dann schon, man muss genau darauf achten, wo hier der Tragegriff ist. Aber ansonsten liegt er hier gut auf und dadurch, dass dieses Board jetzt halt auch 15 cm Dicke hat, hält das Ganze jetzt auch schon. Es wird aber auch noch ein Zurgurt mitgeliefert, wenn die Stand-Up-Paddleboards dann nicht ganz so dick sind wie dieses 15 cm Board, sondern vielleicht nur 10 oder 12,5 cm, dann polstert man das entweder aus oder zurrt das dann halt fest. Ja, und dann kann man sein Stand-Up-Paddleboard eigentlich schon ganz entspannt transportieren. Das ist so auch gar kein Problem mehr. Also man kann es entspannt rollen, gerade wenn dann das Stand-Up-Paddleboard vorne noch einen Griff hat, dann ist es noch etwas entspannter. Bei diesem Kajakwagen wird es jetzt auch vertikal transportiert. Bei den anderen Varianten, die wir noch im Test haben, da liegt es dann jeweils horizontal, sodass man dann noch einfacher auch das gesamte Gepäck auf dem Board lassen kann, was ja gerade bei mehrtägigen Touren ein großer Pluspunkt ist, wenn man nicht alles vom Board runterräumen muss an den Umtragestellen, sondern dann das einfach auf dem Board liegen lassen kann und das Board dann horizontal ziehen kann. Aber so für den Weg vom Auto zum Wasser, auch wenn es mal längere Strecken sind, ist das hier mit dem Viamare Trolley eigentlich gar kein Problem. Auch etwas geländetauglich, also auch wenn es mal holprig wird, machen die Reifen alles mit. Man hat auch ausreichend Bodenfreiheit und das Board hält tatsächlich auch super zwischen diesen Bügeln und geht natürlich aufgrund dieser Schaumstoffpolsterung auch nicht kaputt. Das nächste Modell ist der Serena Kajakwagen, eigentlich für Kajaks ausgelegt, funktioniert aber auch wunderbar für das Stand-Up-Paddling. Der lässt sich einfach zusammenklappen und die Reifen lassen sich auch ganz einfach abnehmen. Die sind nämlich auch einfach wieder nur mit so einer Steckschraube draufgesteckt und so kann man ihn dann natürlich auch wieder etwas kompakter verstauen und transportieren. Das Gesamtgewicht von dem Wagen hier liegt bei ungefähr 3,2 Kilogramm, ist also auch kein Leichtgewicht. Wir haben hier im Gegensatz zu dem Viamaris Subtrolley Luftreifen, das heißt, die muss man hin und wieder dann aufpumpen. Die Reifen hier sind aber auch geländetauglich und der Subwagen bzw. Kajakwagen macht doch einen richtig robusten Eindruck. Die Gesamttraglast sollen bis zu 70 Kilo sein.
Der wird auch auseinandergebaut geliefert. Allerdings muss man gar nicht mehr so viel dran bauen, nämlich nur die Reifen draufstecken, das Ganze einmal auseinanderklappen. Und dann muss man noch diese Zurgurte anbringen. Das sind zwei Gurte, die man einfach hier an der Seite einmal kurz anbringt. Und dann ist er auch schon einsatzbereit. Also das Ganze dauert, auch wenn man keine Fachkenntnisse hat, nur eine Minute. Und dann kann man den theoretisch schon benutzen. Der ist auch noch etwas schneller einsatzbereit als der Viamaris Subtrolley, weil man hier dann einfach nur schnell die Reifen ranklippen muss. Wenn der Viamaris Subtrolley auseinandergebaut ist, dann dauert es schon etwas länger, bis man ihn dann wirklich einsatzbereit hat. Und jetzt probieren wir den Kajakwagen von Serena einmal am Stand-Up-Paddleboard aus. Ja, so transportiert er den dann im Grunde und dann müsst ihr nur noch die Reifen anbringen. Das geht auch ganz schnell, die klippt man einfach einmal rein. Dann hat man hier diese Stifte, die man durchführt, einmal runterklippt. Das Ganze natürlich dann auch noch auf der anderen Seite. Klappt das Ganze auf und schon ist er jetzt im Grunde einsatzbereit. Jetzt empfiehlt es sich, das Ganze hinten unter das Board zu legen. Auch da muss man dann natürlich auf die Finne achten und dass er möglichst gerade steht. Das ist nicht ganz so einfach, weil es halt eigentlich auf Kajaks ausgelegt ist. Da muss man dann ein bisschen gucken, dass er auch wirklich gerade unter dem Board steht. Und dann hat man hier so eine Art Zurgurt und das zurrt man einfach einmal über das Board rüber. Muss man wirklich darauf achten, dass alles gerade ist. Gut festzurren. Das kann man theoretisch auch ein bisschen weiter in die Mitte machen, das Ganze. Je nach Board muss man das dann variieren, aber so ist das jetzt schon fest. Und auch jetzt kann man das Board mit dem günstigsten Modell hier bei dem Test ganz einfach zum Wasser transportieren. Jetzt sieht man auch, man muss wirklich darauf achten, dass alles schön gerade ist. Das passt aber auch problemlos in die Mitte des Boards, weil der Zurgurt lang genug ist, um auch an der breitesten Stelle hier bei der Standfläche problemlos zu halten. Auch hier der Kajakwagen ist wieder geländetauglich mit den Reifen. Das funktioniert alles völlig problemlos. Das D-Max ClickCard ist zwar die teuerste Variante, dafür aber auch die leichteste. Das ist natürlich praktisch, wenn man auf Subreisen geht, mehrtägige Subtouren geht, braucht das ClickCard nicht viel Platz und wiegt auch nicht viel. Mit nur knapp 950 Gramm ist es auch gleichzeitig die leichteste Variante. Das Schöne an dem ClickCard ist, dass es wirklich sehr durchdacht wirkt. Man sieht es schon, so, man kann sich jetzt schwer vorstellen, wie das gleich funktioniert. Das werdet ihr aber gleich sehen. Wir haben hier viel Kunststoff verbaut, deshalb auch das niedrige Gesamtgewicht. Das macht aber trotzdem einen hochwertigen und robusten Eindruck. Wir haben hier Kunststoffreifen mit einer Gummierung, sodass auch diese Reifen nicht so ganz so gut wie die anderen Modelle, aber trotzdem gut auch fürs Gelände geeignet sind. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie einfach man das ClickCard am Stand-Up-Paddleboard anbringt. Das ClickCard von Steamix hat eine Besonderheit im Gegensatz zu den anderen beiden. Wir brauchen hier keine Zurgurte, wir müssen hier nichts irgendwie festmachen, sondern das System arbeitet mit dem vorhandenen Finkasten eures Stand-Up-Paddleboards. Das heißt, wenn ihr einen US-Finbox-Kasten habt, dann müsst ihr gar nichts mehr schrauben, dann könnt ihr es einfach so an eurem Board anbringen. Und auch wenn ihr die Steckfinne habt, da liegt eine Platte bei, die ihr einmalig hier unten aufschraubt und dann könnt ihr das auch ganz normal mit dem Steckfinnensystem an eurem Board anbringen. Um das ClickCard zu nutzen, müsst ihr einfach die Position der Reifen ändern. Dafür nehmt ihr die Reifen hier ab. Dafür haben wir hier so einen kleinen Hebel. Wenn wir den drücken, können wir die abziehen und dann können wir die einfach außen dran klippen. Daher auch der Name ClickCard. Das natürlich auch noch auf der anderen Seite. Ja, und dann ist er im Grunde schon einsatzbereit. So kann man den jetzt anbringen. Hier haben wir jetzt das US-Finbox-System. Man muss nur darauf achten, dass hier dieser orange Teil hinten ist. Führt den einfach in den Finkasten ein. Und dann drückt man das Ganze runter. Ja, und schon hat man im Grunde das ClickCard angebracht und kann es jetzt ganz normal wieder bei seinem Subboard nutzen. Das ClickCard, ihr seht es schon, hat nicht eine ganz so hohe Bodenhöhe. Deshalb ist es nur bedingt für unebenes Gelände geeignet. Und es hat auch die geringste Traglast. Mit nur ca. 20 Kilo wird es schon etwas eng bei mehrtägigen Subtouren, wenn man richtig viel Gepäck auf seinem Board lässt. Ansonsten ist es auf jeden Fall das System, was am einfachsten funktioniert, am wenigsten Packmaß hat und sich einfach in den vorhandenen Finkasten einklippen lässt, was ein riesiger Vorteil ist. Wir haben euch alle hier getesteten Kanuwagen, Subtrolleys, Subtransportwagen in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Da könnt ihr dann natürlich auch den aktuellen Preis noch einmal überprüfen.
Das letzte System von Subrod, hier seht ihr das jetzt so zusammengebaut, wie es auch das kleinste Packmaß dann ist, wie man das auch transportiert. Wiegt auch ca. 3,3 Kilogramm. Die Besonderheit, hier sind pannensichere PU-Reifen verbaut und wir haben statt einem Aluminiumgehäuse haben wir einen Edelstahlrahmen und das Ganze ist auch made in Germany. Macht einen robusten Eindruck, allerdings ist es die einzige Version, die man nicht ohne Werkzeug montieren konnte. Die anderen Modelle konnte man alle ganz ohne Werkzeug zusammenbauen. Hier hat man schon einen Imbusschlüssel benötigt, um das Ganze zu fixieren. Und man hat auch am längsten gebraucht, das hier aufzubauen. Da hat nämlich der Gesamtzusammenbau ca. 5 bis 10 Minuten gedauert, je nachdem, wie handwerklich begabt man ist. Auch bis hier der Subtransportwagen einsatzbereit ist, dauert es bei diesem Modell am längsten. Man muss sehr viel umstecken, sehr viel umklippen und so dauert es dann doch seine Zeit, bis man alles wieder so hergestellt hat, dass man dann sein Subboard auch damit transportieren kann. Ich mache das jetzt einfach einmal, damit ihr seht, wie lange das Ganze dauert. Man muss hier verschiedene Stifte rausziehen. Dann gibt es hier verschiedene Klappmechanismen, also auch viele Einzelteile, die auch, wenn man mal nicht aufpasst, vielleicht verloren gehen könnten. Da muss man wirklich gucken, dass man das alles hier in diesem Fall jetzt gut auf dem Subboard liegen hat. Dann klappt man hier die Hauptarme einmal um. Es ist jetzt nicht kompliziert zusammenzubauen, aber es dauert schon seine Zeit. Das muss man einfach bedenken, es gibt halt andere Modelle, die dann deutlich schneller zusammengebaut sind und vor allem dieses Gerät hier, das trägt dann auch letztendlich nur 30 Kilo. Das ist dann nichts im Vergleich zu den anderen, die dann auch teilweise bis 70 Kilo tragen können. Da muss man natürlich noch wieder die Reifen dran bauen. Auch das sind ein paar mehr Teile. Und dann haben wir hier noch den Gurt. Und der muss dann natürlich auch noch durchgezurrt werden. Ihr habt gesehen, das dauert jetzt schon relativ lange, bis das Ganze zusammengebastelt ist, weil man viel stecken muss. Es ist kein kompliziertes System, aber es dauert dann doch seine Zeit. Und durch diese ganzen vielen Teile besteht natürlich auch die Gefahr, dass man das ein oder andere Teil eventuell verliert. Und jetzt probieren wir das Ganze am Subboard aus. Dann seht ihr auch, welchen großen Nachteil dieses System hier hat, wenn ihr das nicht jetzt schon selber seht, während ich das hier so in der Hand halte. Ja, das System hat nämlich den ganz großen Nachteil, dass das Subboard hier zwischen diesen beiden Schienen platziert werden muss. Das heißt, ihr habt maximal 52 cm. Da passen die meisten Stand-Up-Pedalboards dann nicht, weil man hier 81 cm in diesem Fall jetzt schon hat an der breitesten Stelle. Das heißt, in der Mitte platzieren funktioniert schon mal nicht. Das heißt, man muss es entweder vorne an der Spitze oder hinten am Heck platzieren. Dafür geht das dann ziemlich einfach. Dafür nimmt man den Wagen einfach. Man muss dann natürlich auch darauf achten, dass man das nicht direkt auf dem Finnkasten platziert. Hier passt es hinten auch schon fast nicht mehr an der Stelle, jetzt der Finnkasten im Weg. Das heißt, ich muss es schon sehr weit hinten platzieren in diesem Fall, was natürlich nicht ganz optimal ist. Dann wird das Ganze einfach festgeklippt. Gurte und sowas sind alles dabei. Aber ich finde, dass es insgesamt erstmal zu kompliziert zusammenzubauen und dann auch die Befestigung hier mit dem Stand-Up-Pedalboard, also auch das Verbinden, bietet einfach insgesamt nicht genug Komfort. Also ich finde, das hier ist mit die unpraktischste Variante, obwohl das hier ja der zweiteuerste Wagen im Test ist. Und man sieht, dass ich kriege es jetzt in diesem Fall auch gar nicht richtig festgezurrt. Also da müsste man wahrscheinlich, ja, jetzt hält es, aber ist trotzdem noch wackeliger als bei den anderen Modellen. Da muss man wirklich schauen, ob das dann das richtige Modell ist, weil ich auch das Gefühl habe, das hält nicht optimal. Aber theoretisch kann man das natürlich dann so auch nutzen. Und es ist auch zumindest im Ansatz dann auch geländetauglich. Das Schöne ist, das sind auf jeden Fall die Reifen, die am laufruhigsten sind durch diese PU-Reifen. Aber ansonsten ist es relativ unpraktisch, gerade wenn man ein sehr breites Board hat, weil das Board immer zwischen diese Packfläche verstaut werden muss. Ich komme jetzt abschließend noch zu einem Gesamtfazit. Ich hatte ja die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten schon dargestellt.
Man muss natürlich etwas differenzieren, auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Und da ist der Favorit ganz klar der Kanuwagen bzw. Kajakwagen von Serena. Er hat zwar nicht ein ganz so niedriges Gesamtgewicht, nicht ein ganz so kleines Packmaß, ist aber insgesamt von der Handhabung wirklich einfach und funktioniert einwandfrei. Und die Subboards lassen sich auch horizontal transportieren, was dann ein Vorteil ist, wenn man dann auch sein Gepäck mit auf dem Board transportieren möchte. Und der hält auch genug Gewicht aus. Wenn man großen Wert auf kleines oder niedriges Packmaß legt, dann ist ganz klar das ClickCard der Favorit von Steamex, weil es den vorhandenen Finnkasten nutzt, das niedrigste Gesamtgewicht hat, das kleinste Packmaß hat und insgesamt von der Handhabung hier im Test die einfachste Variante war. Allerdings haben wir hier auch nur maximal 20 Kilogramm Traglast. Das muss man natürlich beachten, wenn man sein Gepäck bei der Subtour transportieren möchte. Aber ansonsten wirkt das System sehr durchdacht, ist auch ein Wagen made in Germany, was auf jeden Fall für den Kanuwagen bzw. für das ClickCard von Steamex spricht. Hier der Kanuwagen von oder der Subtrolley von Viamare hat den ganz großen Nachteil, dass gerade so die Stand-Up-Paddleboards mit 15 cm reinpassen. Man muss schon etwas drücken, wenn man es mit der Standfläche reinbekommen möchte. Es passt zwar, aber es muss klar sein, dass man es auch nicht ganz so einfach wieder rausheben kann. Ihr seht das, ich habe jetzt nichts festgezurrt und trotzdem hält das Board in dem Wagen. Das heißt, man muss dann schon ein bisschen ziehen. Aber durch diese Schaumstoffteile ist es eigentlich gut geschützt. Zudem haben wir hier nicht ein ganz so kleines Packmaß. Auch wenn wir ihn auseinanderbauen, haben wir immer noch diese relativ großen Bügel. Das ist dann schon deutlich größer als die anderen beiden eben gezeigten Varianten. Zudem ist das der einzige Wagen, wo das Board vertikal und nicht horizontal transportiert wird. Das heißt, man kann Gepäck und die ganze Ausrüstung nicht einfach entspannt auf das Board legen. Die letzte getestete Variante von Subrod hat zwar den Vorteil, dass sie auch made in Germany ist, ist aber in unseren Augen die ungeeignetste, weil sie relativ schwer zusammenzubauen ist, nicht schnell einsatzbereit ist, auch relativ schwer in der Handhabung ist im Vergleich zu den anderen Varianten und gerade beim Stand-Up-Paddleboard immer relativ weit hinten positioniert werden muss, was bei den breiten aufblasbaren Boards natürlich nicht mehr ganz optimal funktioniert. Das war jetzt unser Video zu den unterschiedlichen Subtrolleys. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches euer Favorit ist. Vielleicht habt ihr auch einen der hier vorgestellten Subtransportwagen selber zu Hause und habt eigene Erfahrungen gesammelt. Dann freuen wir uns natürlich sehr über Feedback in den Kommentaren. Wenn euch das Video ansonsten gefallen oder weitergeholfen hat, lasst sehr gerne einen Daumen da. Und wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von SubTV.